Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Heute wird es nichts allzu Wertvolles geben, aber dafür ein großes Päckchen. Ja, relativ. Es gibt Konsolen, die sind gut. Es gibt auch Konsolen, die sind naja. Und es gibt dann die berühmten China-Fake-Konsolen. So eine habe ich mir aus Spaß einfach mal zugelegt. Bei Amazon für 15,99 € gab es die sogenannte Ritu Grau Mini 8-Bit-Spielkonsole mit 620 Spiel in 1-2 Joysticks. Man wusste nicht so genau, in 1-2 Joysticks oder was. Runtergesetzt von 20 auf 15,99 €. Guter Preis, möchte ich sagen. Ja, ich habe keine allzu großen Erwartungen, was da drin ist. Aber komm, machen wir uns den Spaß und unboxen dieses gute Stück einfach mal. Der Karton ist schon sehr wobbelig und waggelig. Ja, schauen wir mal, was wir hier geboten bekommen für unser gutes Geld. So, es ist auch nicht besonders stark verpackt, aber gut, es ist erst die Umverpackung. Ja, schauen wir mal, wie das Ding selbst verpackt ist. Da bin ich ja am meisten gespannt drauf. Ach, guck mal, gar nicht mal so schlecht. Ich habe weniger erwartet. Ich habe so einen weißen Karton mit billiger Schrift erwartet, aber ja, sie haben sich schon ein bisschen an einem großen japanischen Konsolenhersteller orientiert. Wer das wohl sein könnte? Ja, hier ist sogar eine Anniversary Edition. Die wird wahrscheinlich mal sehr viel wert sein in einiger Zeit. Minigame Anniversary Edition Entertainment System. Ist nicht Entertainment System schon von Nintendo eigentlich ein geschützter Begriff? Heißes Pflaster, Freunde. Classic Games Collection, Game Handle of Plug and Play. Alles klar, ich mach mal diese hochwertige Plastikfolie erstmal ab. So, okay. Jetzt habe ich den Wert natürlich noch mal halbiert. Das war vorher, war es original verschweißt. Mein Gott, was hätte man in 20 Jahren dafür gegeben? Vielleicht 30 Euro. So, da ist das gute Stück. Also der Karton sieht gar nicht mehr so unwertig aus. Also bin ich schon positiv überrascht. Wie gesagt, man hat so ein bisschen Vorurteile. Was kannst du schon bekommen für 16 Euro? Aber vielleicht werden wir uns eines Besseren belehren lassen. Wir schließen das Teil natürlich nachher noch an. So, hier an der Seite steht auch nicht viel mehr. Ja, eine Spielkonsole im Jahr 2022 hat natürlich hochmodernes AV-Out. Da bin ich froh, dass ich so einen Adapter hier habe. AV auf HDMI, sonst hätte ich jetzt ein Problem. So, Mini-Arcade. Was heißt Anniversary? Ich weiß nicht. Da steht nicht mal, welchen Geburtstag hier gefeiert wird. Habt ihr mal eine Anniversary Edition? Ja, und da unten steht auch noch irgendwas. Consola Die Gear E21. Alles klar. Ja, interessant. Wollen wir mal das Gerät öffnen? Ich bin sehr gespannt. Wir sehen schon hier Joysticks oder Controller, die so ein bisschen an ein anderes System erinnern. Ich möchte jetzt nicht sagen, welches. So, wie kriegt man die Verpackung auf? Das ist schon mal sehr schwierig. Einfach. Ah, hier. Gott, nicht zerstören, diese Verpackung. Mein Gott. Man könnte das wahrscheinlich auch leichter machen, aber ich mache es jetzt auf die umständliche Art. So. Was haben wir denn da? Ein dünnes Kabel von, was ist denn das? Ach, guck mal. Irgendein Adapter haben sie mitgeliefert. Das ist ja nice. Irgendeinen komischen. Ah, nö, ist ein Ladeteil. Oh, das ist aber immerhin etwas. Da kann sich der große Hersteller mit dem N vorne aus Japan mal eine Scheibe von abschneiden. Das war nicht dabei beim NES Mini. Da gab es nur das Kabel und den Rest musste man ja ein Handy-Ladegerät benutzen. Hier kriegst du einen direkten Netzteil, was erschreckend leicht ist. Das wiegt gar nichts. Okay, aber es ist dabei, immerhin. Hochmoderne Cinch-Stecker-Anschlüsse. Ich komme hier, ups, hier, sorry, so sieht man es richtig. Ich komme mir vor wie im Jahr 2000 hier. Da war das State of the Art. Dann kommt der Controller. Den packen wir natürlich auch mit Genuss auf. Jawohl. Weiß nicht, ob hier geltendes Urheberrecht verletzt wird bei diesem Design.
sag einfach mal, nee, die Hersteller von diesem Gerät werden schon wissen, was sie tun. Da ist der Controller dieses Gerätes. Select, Start und... okay, der Druckpunkt vom Steuerkreuz ist gar nicht mal so übel. Kleiner Vergleich zum Original. Das ist ein Original NES Mini Controller. Ja. Ich würde sagen, ja, kann man... Ja gut, das Steuerkreuz, muss man sagen, guckt sogar hier ein bisschen mehr raus. Also ich möchte nicht mal sagen, dass das jetzt ein schlechter Controller ist. Okay. Druckpunkt. Druckpunkt ist sogar bei dem Billigding nicht schlechter, möchte ich sagen. Vielleicht sogar ein bisschen... Ja, kriegst ein bisschen mehr Feedback. Also gar nicht mehr so übel. Gewichtsmäßig geben die sich nicht viel. Der ist ein, ja, der ist ein bisschen leichter hier, der China Cologne. So, hier hinten steht gar nichts drauf, während hier die Nintendo-Sachen draufstehen. Also, ja, warum wir hier noch zwei zusätzliche Buttons haben, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, welche Spiele da drauf sind. Durch diese Zusatzbuttons, vielleicht sind es noch 16-Bit-Games, die hier drauf sind. Manchmal werden ja auf diese Konsolen alle möglichen Arten von Spielen draufgeballert. Schauen wir einfach mal. So, dann gucken wir mal weiter. Da haben wir noch ein Kabel. Ah, wir kriegen sogar zwei Controller fürs Geld. Ein weiterer Vorteil zum NES Mini. Da war ja damals nur ein Controller dabei. Hier bekommt man zwei hochwertige Premium Controller direkt mitgeliefert. Und der Anschluss, der ist ja ein Traum. Habe ich noch gar nicht gezeigt. Ein neunpoliger Joystick-Anschluss. Ich glaube, es ist so ziemlich dasselbe, die man auch damals an den C64 anschließen konnte. Vielleicht kann man damit sogar zocken. Ich glaube es zwar nicht, aber es kommt auch sehr vertraut vor. Zwei Controller und dann geht's weiter mit einer Gebrauchsanweisung, sogar auf Deutsch. Gut, kommen wir mal zum Hauptteil des Kartons. Hier ist nichts mehr drin. Zur Konsole selbst. Und, boah, das ist die leicht. Mein Gott. Da ist das Gerät. Ja, es heißt einfach nur Entertainment System. Hier ist ein Reset-Knopf und ein Power-Knopf, der standardmäßig sogar eingeschaltet war. Witzig. Auch hier lässt sich die Klappe nicht öffnen, wie beim normalen NES Mini. Hier hinten steht überhaupt gar nichts drauf. Nicht mal, wo es hergestellt wurde. Gar nichts. Eine Schraube hat man hier vorne. Ansonsten hinten noch ja, ein Kabel oder ein Anschluss für das Netzkabel und ein, das ist der Anschluss für das Netzkabel und das für AV-Out. Das heißt, da kommt hier diese Klinke rein. Wirklich sehr, sehr retro auch dieser Anschluss. Okay, vielleicht weil es die Anniversary Edition ist, dachte man, ja, wir machen es mal wie vor 30 Jahren, die Anschlüsse. So, kleiner Vergleich noch. Ich habe natürlich auch ein Original. NES Mini hier da, das ist mal ein kleiner Größenvergleich. Ich glaube, die sind exakt gleich groß. Genau. Ja, da hat man sich doch sehr orientiert. Ich denke mal, hier ist die Kontrollleuchte. Hier sind natürlich so spezielle Anschlüsse. Ja, man muss sagen, es sieht gar nicht mal so schlecht aus, wie ich eigentlich gedacht habe. Abgesehen, dass der Anschluss wirklich sehr, sehr oldschoolig ist. Da sind wir mal gespannt, was wir hier bekommen. Wir werden das Gerät jetzt einfach mal anschließen und gucken, was für Spiele drauf sind und vor allem, wie sie sich spielen lassen. Also bis gleich! So, das Gerät ist jetzt angeschlossen. War gar nicht so einfach, weil, wie gesagt, das Ding hat gerade mal Composite-Ausgang und das musste ich erstmal in diesen Adapter hier reinbringen, der das Ganze auf HDMI umwandelt. Das geht dann in die Capture Card und dadurch kriegen wir hoffentlich gleich ein schönes Bild. Ich habe noch festgestellt, dass dieses Controller-Kabel erschreckend dünn ist und hier dieser, ja, wo das hier reingeht in den Controller, da habe ich echt Angst, dass du das irgendwie mal irgendwann das Kabel in der Hand hast. Ich kann da sogar das Licht durchsehen. Also, naja. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Hier ist übrigens der Power-Button auf der rechten Seite, nicht wie beim Original NES auf der linken. Und ich schalte das Gerät ein in 3, 2, 1. Jetzt! Und es leuchtet blau. Es ist blaues Licht. Es leuchtet blau.
Hey, wir kriegen ein Menü mit geiler Musik. Ich weiß nicht, aus welchem Spiel sie das haben. Klingt aber ganz gut. So, wir vergrößern das Ganze natürlich mal. So, schauen wir mal, was hier geboten wird. Wir haben direkt Contra 1, Contra 2, Contra 3, 6, 7, 8. Gab es so viele Contras? Ich bin nicht so sicher, Leute. Aber Contra ist nämlich toll. Ein tolles Spiel. Ich war nie gut, aber hat immer Spaß gemacht. Und, oh, guck mal, hier hast du sogar die Möglichkeit, ich glaube, in den verschiedenen Levels einzusteigen. Gar nicht schlecht. Nicht sehr offiziell. Contra. Contra hierzulande bekannt als Probotector. Und war ein geiles Spiel. Vor allem im Koop hat es richtig viel Spaß gemacht. So, schauen wir mal, wie sich das hier steuert. Okay. Ich merke schon, ich habe massives Input-Lag hier. Also dauert schon sehr lange, bis die Eingabe erkannt wird. Heftig. Aber naja, es ist spielbar. Ich denke nicht, dass der Macher dieser Konsole die Erlaubnis hatte, von Konami oder Nintendo da dieses Ding drauf zu machen. Aber ja, wir kennen ja diese Teile. Die machen einfach mal. So, ja, es ist... Man muss ein bisschen vorausschauend steuern hier, weil es wirklich, wie gesagt, dauert, bis da mal die Eingabe auch ankommt auf dem Bildschirm. Kann aber natürlich sein, dass das durch so viele Adapter und Kabel jetzt hier durchgeht, bis es mal auf dem Bildschirm ankommt. Da will ich der Konsole jetzt mal nicht per se einen Vorwurf machen. Werde vielleicht das Ding nochmal irgendwann an den Fernseher anschließen und gucken, ob es dann vielleicht besser ist. So, Contra, einer der großen Klassiker aus der damaligen Zeit. So, man kommt mit Reset zurück ins Hauptmenü, wo man ein schönes Bild sieht von irgendwelchen Pflanzen. Ich weiß nicht, wo sie das hier haben. So, Super Mario, der Klassiker natürlich überhaupt. Den testen wir auch mal. So, okay. Super Mario ohne Logo. Ohne Copyright Nintendo, da haben sie mal sich gedacht, ja, nehmen wir mal lieber raus, dann wird Nintendo nichts dagegen haben. Sehr schön. Okay, steuern wir das mal. Okay, diese Musik läuft sehr schnell. Oh, das ganze Spiel läuft sehr schnell. Eieieiei. Das läuft extrem schnell. Und oh, hier merkst du das Input-Lag extrem stark. Da merkst du wirklich, wie lange es dauert, bis das ankommt. Kann man vielleicht mal hier... vergleichen. Ich drücke jetzt hier mal auf den Sprungknopf und kommt. Ich weiß nicht, ob es im Video genauso rüberkommt. Im Video sieht es fast gleich aus, sehe ich hier gerade. Aber wenn man es selbst spielt, merkst du, das dauert richtig lang. Na? Ich wollte in die Röhre rein. Ich habe eigentlich genau über der Röhre nach unten gedrückt, aber man muss sie früher drücken. Spring hoch! Oh Gott, das steuert sich ja wie ein Wackelpudding hier. So. Und die Musik läuft aber wirklich wie auf Crack hier, weiß nicht. Okay. Bin es ja gewohnt, öfters mal über Emulator zu spielen. Da ist ein gewisses minimales Input-Lag auch, an das ich mich mittlerweile gewöhnt habe. Aber das hier schon heftig. Wie gesagt, man muss aber auch sagen, es geht von meiner Eingabe auf den Controller, geht es erstmal in das Gerät, und ich denke mal, hier ist auch nicht der stärkste Prozessor gerade drin. Dann geht dieser Spaß erstmal hier in diesen Umwandler. Das wiederum geht dann hier unten in die Capture Card, in den PC und dann auf den Bildschirm. Also es geht durch sehr viele Instanzen, bis es mal visuell sichtbar ist, was ich hier eingebe. Deswegen mache ich der Konsole erstmal keinen Vorwurf wegen dem Input-Lag, aber ich sag mal, Super Mario Brothers kann man nicht so wirklich jetzt hier spielen. Aber wie gesagt, das kann sein, dass das jetzt hier an meinem Setup liegt und nicht an der Konsole. Und die Sounds irgendwie, muss ich sagen, klingen strange. Das ist irgendwie... Ich weiß nicht, was für ein Soundchip das Gerät hat. Das ist irgendwie ein komischer... Ja, die Musik klingt irgendwie anders. Nicht nur schneller, sondern auch komplett anders. Naja. Schauen wir mal, was wir noch haben. So Dr. Mario, so lauter Lizenzzeug von Nintendo. Mario Brothers, das ist das originale Super Mario Brothers aus den frühen 80er Jahren. Was wir ja vom Spielautomaten kennen. Das gab es ja auch im Super Mario Brothers 3, so als kleines Gimmick, dieses Spiel.
Das war dann das erste Spiel, wo Mario Mario hieß, nachdem er in Donkey Kong ja nur als Jumpman aufgetreten ist. Hier geht es halt nur so, die Schildkröten hier platt zu machen. Aber das, hier ist auch wieder ein massives Input-Lag. Mal zurück. Ich bin gespannt, ob hier nur so offizielle Dinger drauf sind. Bei 620 Spielen würde ich mich nicht wundern, wenn hier auch irgendwelche Homebrew-Sachen drauf sind, wo irgendwelche chinesischen Studenten im Kinderzimmer gemacht haben. So, Mario 10. Was ist Mario 10? Kung Fu Mari? Okay, das klingt gut. Das ist, glaube ich, definitiv kein offizielles Nintendo-Game. Okay. Und der Kopf passt nicht zum Körper und der Körper passt nicht zum Kopf und das Spiel passt nicht zu allem. Aber mir gefällt's. Jetzt schon. Okay. Oh, Junge. Das haben sie davon. Ich weiß nicht, wie das Originalspiel heißt. Da haben sie einfach die Sprites ausgetauscht. Das ist traumhaft. Das ist super. Das gefällt mir jetzt schon. Das ist gut. Es steuert sich vor allem besser als Super Mario Brothers. Hier kommt es einem nicht so heftig vor mit dem Input-Lag. Also ist die Eingabe relativ zeitnah. Dass man das kann man deutlich besser spielen. Das ist episch gut. Warum hat Mario so einen Körper? Und warum so einen großen Kopf? Und warum ist seine Mütze weiß? Ist er jetzt unter die Maler gegangen oder was? Kein Bock mehr auf Abflussrohre sauber machen. Was ist jetzt los? Warum ist dieser Gandalf ständig bei mir? Ich hab langsam Angst hier. Welcome Special Stage. Jetzt geht es los hier. Was muss ich hier machen? Ich glaube, die Wolken springen. Ich denke. Ja. Also mit so einem Input-Lag ist natürlich schwer hier. Jump-and-Run-Games sind da nicht so der Hit. Ich weiß nicht. Bekommen wir irgendwie Punkte für kaputte Wolken? Uiuiui. Junge, Junge. Das steuert sich wirklich wie Toastbrot hier. So, wie sieht's aus? Your point? 9000, ich weiß nicht mal für was. Um auf den Wolken zu tanzen. Ich mag das Gerät. Find's gut. Wow. So, ich glaube, ich gehe mal zurück ins Menü, bevor ich hier noch einen totalen Flash bekomme. Es waren noch mehrere Mario-Spiele hier drauf. Mario 12. Wer kennt es nicht? Das berühmte Mario 12. Da ist es. Okay, hier ist sogar der Yoshi dabei. Round 1. Mhm. Okay. Das ist irgendein Puzzlespiel. Mario ist unter die Köche gegangen oder unter die Bäcker. Man muss hier leckeres Gebäck irgendwie wahrscheinlich in die richtige Reihenfolge bringen. Und Mario eskaliert da oben an seinen Hebeln und Schaltern wie ein Wahnsinniger. Was muss ich denn hier eigentlich machen? Ich kann das hier ein bisschen... Okay, jetzt ist ihm der Backofen um die Ohren geflogen. Gutes Spiel. Nächster. Komm, gönnen wir uns auch noch Mario 14. Ich weiß nicht, was hier auf uns zukommt. Mario mit der blauen Mütze jetzt. Okay. Wer ist sie? Hat man sie jemals in einem Mario-Spiel gesehen? Ich glaube nicht. Okay, das ist gruselig. Die schickt einen Papierflieger ins Land hinein. Der Bote fängt es auf, liest es und denkt sich, jo, kann man mal machen. Das ist doch von der ollen Ische auf dem Turm, denkt er sich. Und der Kleine ist nicht nur einen kleinen Typen, er wird zu Mario Ninja. Auch bekannt als Super Mario 14. Gemacht 93 von Wario. Drücke Start, ich werde es bereuen, aber ich drücke. Stage 1, 4 Leben. Ah, ist Traum. Mario ist nie hier mit diesem Donatello-Stock hier von den Turtles. Wie heißt das Ding nochmal gleich? Ah, ist Traum. Oh, da war ein Schlüssel. Ja, das ist gar nicht schlecht. Hier steuert sich das deutlich mit weniger Lag. Ich glaube, das kommt irgendwie aus Spielern. Also, das ist gar nicht übel. Oder ein Herz.
So. Es ist, das gefällt mir. Oh, komm mal. Guck mal, was er machen kann mit seinem Stock. Der ist sehr episch. So ein gutes Mario-Spiel habe ich noch nie gesehen. Auf so Ideen kommt Nintendo nicht, ja? Deswegen sind sie so sauer, wenn sie jemand irgendwelche Hacks macht, ja? Weil die so gute Ideen nicht haben wie die Hackmacher. Da oben ist wieder ein Schlüssel. Wie hoch der springen kann hier allein. Boah! Ja, fast. So, irgendwelche wild gewordenen Eisbecher springen hier auf mich zu. Ist es gut? So, hier hätte ich jetzt rein gekonnt, aber ich brauche den Schlüssel. Ich glaube, es muss so machen. Hier hoch? Nee. Vor allem die Gegner respawnen direkt. Er konnte sich doch mit seinem Stock da so toll irgendwie hochhangeln. Wie ging denn das noch? Oh, ist das episch. Ja! Alter, ist der gut drauf! Traumhaft! Hoch, auf, komm, aufs Springding drauf und durch die Tür. Oh ja. Ja, das Spiel ist gut. Das gefällt mir jetzt schon. So, wir gucken mal weiter. Das Problem ist, wenn wir hier Reset drücken, wir kommen immer wieder in der ersten Menühälfte raus, also erste Menüseite. Das heißt, bis man auf Titel 620 ist, kann man erstmal eine Viertelstunde durchspulen. Hätte man ein bisschen besser machen können. So, was ist Ninja Gaiden? Ich kenne Ninja Gaiden, aber Gaiden ist mir neu. Ist das das originale Gaiden? Erste auf dem NES, auch ein episch guter Titel. Ninja Gaiden, tatsächlich. Also der Controller, muss ich sagen, ist gar nicht schlecht. Steuert sich, im Input-Lag mal abgesehen. Also Druckpunkt von Steuerkreuz und von den Knöpfen ist gar nicht übel. Ich habe bisher keine Ahnung, was diese oberen zwei Knöpfe hier noch bedeuten. Also die tun bisher irgendwie so gut wie gar nichts. Höchstens irgendwas, was die anderen zwei Knöpfe so auch machen. Also hätten sie doch irgendwie drauflegen können, dass man mit den Tasten irgendwie ins Menü zurück kann oder so. Deswegen habe ich erst gedacht, vielleicht sind da auch 16-Bit-Spiele drauf von Super Nintendo oder so, wenn hier schon zwei Knöpfe mehr drauf sind. Aber ich glaube, das ist eine reine 8-Bit-Konsole. Oh yeah. Ich werde hier noch der Profi in Ninja Gaiden, einer der ganz schweren Reihen auf dem SNES, auf dem NES. Da muss man wirklich viel Geduld beweisen, um hier was zu reißen. So, ich glaube, ich muss so hier, erst bringen aufs Cola-Schild, nochmal und hoch und nicht. Mit so einem Input-Lag, das ist halt natürlich noch da. Ein bisschen schwierig, aber hey, es funktioniert. Okay, nächstes Spiel. Es ist gar nicht so schlecht bisher, wie ich gedacht habe. Also für eine 16-Euro-Konsole. Wir haben natürlich, klar, machen wir uns nichts vor, für keines dieser Titel die Rechte, das einfach da drauf zu machen und zu verkaufen. Aber gut, da sind solche Firmen, die sind da irgendwo, wo man sie nicht finden kann. Tiny Toon gibt es sogar zu sehen von Warner Brothers. Hier ist jetzt auch der Titel. Bei manchen Spielen haben sie irgendwie dieses Copyright Nintendo rausgenommen. So. Tiny Toon war so eins der späten NES-Games. Was ich noch sagen wollte, man sieht es hier ganz gut bei diesen alten... Dieses Gerät hat halt nur Composite-Ausgang. Es ist halt analoges Signal. Das ist sehr veraltet. Deswegen ist das Bild auch so... Ja, nicht so knackig, wie man es von HDMI kennt. Wie man es zum Beispiel vom NES Mini kennt oder von anderen Retro-Konsolen, die jetzt offiziell rausgekommen sind. Weil das hat wirklich einen sehr alt, oldschool Anschluss hat. Deswegen ist das alles ein analoges Bild, was ihr hier seht. Und eigentlich, die Puristen würden jetzt sagen, sieht eigentlich authentischer aus. So sah das früher halt auch auf dem Fernseher aus. Sah halt nur besser aus, weil es halt damals Röhrenfernseher waren. Aber, manche würden sagen, sieht besser aus als auf dem SNES, NES Mini, was auch immer. Weil geholt, ne? Richtig schlechtes Bild. So sah es halt früher auch aus. Gar nicht schlecht. Ja, Tiny Toon steuert sich ganz gut. Das kann man ganz gut spielen.
Also Mario Brothers war bisher das Einzige, wo ich wirklich sage, das ist kaum spielbar gewesen. Aber die anderen, auch wenn sie Input-Lag haben und das echt ganz schön anstrengend teilweise ist, man kann es spielen, es geht. So, kann ich auch rückwärts gehen? Oh, tatsächlich. Das letzte Spiel hier heißt Formation Z. Komm, das gucken wir uns mal an. Was ist Formation Z? Weiß nicht, ob das was Offizielles ist. Destroy Aliens? Okay. Irgendein Typ geht durch die Landschaft und, okay, muss irgendwie welche Dinge abschießen. Was ist das da unten? 99. War das was Offizielles? Also das kenne ich zumindest jetzt nicht gerade. Oh, da muss ich drüber springen, glaube ich. Er wurde zum Flugzeug gerade? Okay. Wie hat er das? Wie hab ich das denn gemacht? Ah, steuer kurz gleichzeitig nach oben, werden wir zum Flugzeug. Das ist gar nicht schlecht. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein offizielles Spiel damals war. Formation Z, mir sagt es jetzt gerade nichts. Aber es gab so viele Spiele damals, die kann man nicht wirklich alle kennen. Das ist gar nicht übel. Also, ich habe bisher wirklich Schlimmeres erwartet. Das ist ganz cool bisher. Am besten war dieses komische Homebrew Mario mit dem Riesenkopf. So, komm, was gucken wir uns nochmal an. Was gibt es noch Schönes? Balloon Fight, einer der Klassiker. Dino Ricky Gradius ist sogar drauf. Twin Bee Aladdin 3? Was zur Hölle? Aladdin 3. Oh ja. Er sieht aus wie der Kollege Doki Doki Panic ein bisschen. Habe ich das nicht mal beim Angry Video Game Nerd gesehen, wo der so dreiste Kopien vorgestellt hat, die nicht von Nintendo abgesegnet worden sind. Ich glaube, das war eins davon. Das ist doch von diesen Machern, von diesen Bible Games, Wisdom Tree oder wie die hießen. Ich glaube, das war eins davon. Das war auf irgendeiner Collection drauf. Das hieß da aber irgendwie nicht Aladdin, sondern irgendwie anders. Magic Carpet, irgendwas in der Art. Das steuert sich, genau wie der Nerd gesagt hat, schlecht. Also sie haben auch irgendwelche inoffiziellen Spiele drauf. Sie haben offizielle Dinger drauf. Sie haben Homebrew-Sachen drauf. Toy Factory. Sie haben irgendwie alles, was sie finden konnten, haben sie drauf. Spider-Man 1. Spider-Man Start. Danke fürs Gespräch. Oh Gott, das will ich nicht. Oh, ja, ja, ja. Kann ich auch. Achso, der kann schießen und. Ah, so kann er sich auf. Oh, okay, ich verstehe. Was muss ich hier machen? Alle Gegner beseitigen. War das ein offizielles Ding? Wenn ja, dann keine gute Idee von den Spider-Man-Lizenzinhabern sowas freizugeben. Gut, wenn Spider-Man 1 schon so toll ist, dann komm, dann wollen wir uns natürlich noch Spider-Man 2 anschauen. Ah, immer dieses Zurückspulen hier. Beziehungsweise zurückgehen auf den richtigen Titel, das ist sehr anstrengend. Natürlich, ja, Spider-Man 2. Das ist genau derselbe Kack. Stage 1. So. Aber hier kann er klettern. Das ist genau derselbe hässliche Look wie der erste Teil. Ich weiß nicht, ob das offiziell war. Da kommt auf jeden Fall erstmal ein Riesenboss, scheinbar. Ich kann mich gerade nicht mehr bewegen. Ich drück hier alles. Ich drück alles. Er zieht mir Energie ab, aber ich ihm gar nichts, so scheinbar. Schlechtes Spiel. So. Wir wollen uns jetzt auch nicht alles angucken. Ich denke mir, ich werde mal den nächsten Livestream machen von diesem Spaß. Da werden wir uns die ganzen Spiele mal ganz ausführlich angucken. Wenn ihr da Lust drauf habt, kommt einfach mal auf meinen Twitch-Kanal. Das werden wir uns auf jeden Fall mal geben. So, was haben wir denn noch Hübsches? Airwolf. Airwolf ist auch natürlich auch ein Klassiker. Airwolf gab es damals auch im C64, da habe ich das ab und zu mal gespielt. War unschaffbar schwer. Richtig schweres Spiel. Und okay, ich sehe, hier haben sie die japanische ROM reingeballert. Die haben irgendwie genommen, was sie kriegen konnten. Der Power-Knopf hängt ganz schief hier in der Konsole. Ich weiß ja auch nicht. So. Ich drücke Start. Ich kann das nicht überspringen.
Vielleicht hat er irgendwas Wichtiges gesagt, was wir auf keinen Fall überlesen durften. Naja. So, jetzt geht er los. Hier, der Hubschrauber steigt. Drücke Start. Stage 1 ready. Okay. Das ist auf jeden Fall was anderes als auf dem C64. Und wir haben die originale Airwolf-Musik. Airwolf, coole Serie. Super. Gern geguckt damals. Alter. Ja, das kann man sogar spielen. Es ist nicht geil, aber es ist, naja, halbwegs spielbar ist es schon. Guck mal hier, ich glaube, so weit bin ich noch nie gekommen. Ich meine, das hätte ich mal irgendwann gespielt. Mit einem Wunschstream oder so. Naja. Ist natürlich anstrengend, wenn man mal zum Beispiel, wenn da 620 Sachen drauf sind. Ich denke mal, es sind vielleicht 50, 60 Spiele drauf und von jedem Spiel 15, 20 verschiedene Varianten. Bomberman, Donkey Kong 1, 2, 3, Donkey Kong Junior, da ist sogar Gallagher drauf, Golf, Ice Climber, auch bekannt. Magic Jewelry sagt mir nichts. Millipede sagt mir was. Othello, ja. Pac-Man, Pinball, Popeye. Popeye ist eines der alten Dinger, glaube ich. Tennis, Arkanoid, B-Wings. Badminton, Porter, Druaga, Duck. Was ist Duck? Keine Ahnung, was Duck ist. Dachte, vielleicht ist es Duck Hunt, aber es ist ja keine Light Gun dabei. Oder Duck Tales haben sie nicht drauf, habe ich gesehen. Vielleicht hatten sie gesagt, oh, Nintendo kann uns mal, aber Disney, da haben wir schon ein bisschen Respekt vor. Da wollen wir nichts machen von Disney. Und bei C waren wir schon, es war auch kein Chip und Chap drauf. Eigentlich zwei der ganz großen NES-Klassiker haben sie nicht drauf gemacht. Wenn die eh drauf scheißen, was da drauf kommt für Spiele, ist es eigentlich, hätten sie eigentlich machen können. Haben sie aber nicht. Naja. Aber das Ei zerstört. Der Eisprung ist vollglückt. Spiel geschafft. Oh Gott. So, wir schauen uns nochmal. Was haben wir denn da noch? Adventure Island, Guerilla Wars. So viele Spiele, die mir überhaupt nichts sagen. Ich meine, es gab so viele NES-Spiele. Viele kamen auch nicht mal hier nach Deutschland oder nach Europa. Aber es sind auch viele, viele Homebrew-Sachen dabei. Inoffizielle Games. Jede Menge komisches Zeug. Lot-Lot, Pro Wrestling. Soccer. Spelunker sagt mir was, Tetris 2, China's Chess, also lauter so komisches Zeug, das nicht so wirklich interessant ist. So ein paar witzige Sachen sind dabei, also am besten fand ich bisher dieses Mario Game, Mario 13 oder wie das hieß, episch gut. Mad Xmas, verrückte Weihnachten, komm, das schauen wir uns noch an. Wir schauen uns noch die verrückten Weihnachten an. Okay. Ich muss die Geschenke einsammeln. Ich muss wahrscheinlich alles einsammeln, was der wirft. Muss ich irgendwas drücken, um das einzusammeln? Ah, ich glaube ja. Nee, muss ich nicht. Ich muss nur da perfekt, pixelperfekt da drunter stehen, damit er es überhaupt annimmt. Und ich weiß nicht, warum der Weihnachtsmann so böse guckt. Okay, der schmeißt auch Bomben. Es ist ein böser Santa. Gab's das offiziell fürs NES oder ist das auch wieder so ein Spaß? Oh Gott, wir laufen gerade sehr langsam. Ich kann nicht mehr schneller laufen. Irgendwie sind wir müde geworden. Kann das sein? Apropos müde. Ich werde auch langsam müde hier bei dem Spiel. Ich gehe nochmal zurück im Menü. Komm, wir gucken uns noch eine Sache an. Wie gesagt, den Mist. Ich denke, wir machen mal einen Livestream und gehen mal alle 620 durch. Warum nicht? So, Hammer and Nail, Happy Match. Kenne ich nicht. Fated Pirate, Fish Story, was es nicht alles gibt. Warrior, Starfighter, Strafe. Gibt ein Spiel, das heißt Strafe, okay. Ich denke, das heißt eher Strafe. Panzer Attack, Mad Xmas. Hatten wir Mad Xmas eben nicht unter Nummer 200 oder 300 noch was? Okay, das Menü wiederholt sich anscheinend jetzt schon, weil ich habe hier gerade wieder C und B und C und A. Sudoku. Ja, guck mal, hier ist X und da fängt es auf einmal bei C wieder an.
Und hier kommt auf einmal, das ist irgendwie... Das ist alles, aber keine 620 Spiele hier drauf. Was ist Aquarium? Aquarium Start. So, wir sind ein Fisch. Und der füttert uns. Okay, Käse. Aha. Schön dieses analoge Rauschen. Seht ihr das? So, ich glaube, das ist ein Spiel, wo selbst Fünfjährige sagen, was ist denn das für ein Scheiß? Gibt das Gerät zurück? Das ist Quatsch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Vogel, Frosch, weiß ich, was das da oben für ein Latzhosen-Johnny ist. Der füttert uns auf jeden Fall mit Sachen, die Fische normalerweise nicht essen. Käse und Bananen, aber wir haben 20 Punkte und das Spiel ist extrem gut. Ich denke mal, für das Video haben wir genug gesehen. Es ist auf jeden Fall ein unterhaltsamer kleiner Zeitvertreib. Es ist so eine Konsole, die machst du einmal an und denkst dir, jo, witzig. Und dann landet sie im Schrank. Naja, das Entertainment-System von, wie heißt die Firma, Reto, irgendwas so in der Art. Ich denke, ja. Was haltet ihr davon? Schreibt ja gerne in die Kommentare. Ich könnte ja sagen, der lustigste Kommentar bekommt das Ding zugeschickt. Wenn ihr das Teil gewinnen wollt, ich mache jetzt ein Gewinnspiel. Ihr sagt einfach einen Grund, warum ihr diese Konsole haben wollt. Der lustigste Grund wird innerhalb der nächsten Wochen von mir ausgesucht und der bekommt dieses Ding zugeschickt. Machen wir es so. Das ist doch interessant. Also wenn ihr es haben wollt, dann lasst euch was Lustiges einfallen. Freunde, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Schaut gerne die Livestreams bei Twitch rein. Und hier sage ich bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.